Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und hier in der Werkstatt. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, was ich noch gar nicht so wirklich hier auf dem Kanal behandelt habe. Und zwar, warum jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um mit dem Mountainbiken anzufangen. Das heißt, wenn du jemanden kennst, der unbedingt mit dem Hobby anfangen soll, oder vielleicht soll dein Partner gerne mit dem Hobby anfangen oder deine Partnerin soll damit anfangen, oder was weiß ich, oder du kommst hier gerade zu diesem Video und hast mit Mountainbiken eigentlich bisher noch nicht so viel am Hut, aber überlegst, mit dem Hobby anzufangen, und da möchte ich dir einfach ein paar gute Gründe nennen, warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt dafür ist. Viel Spaß beim Video. Mit dem Mountainbiken grundsätzlich anfangen solltest oder warum es gut ist, kann man Menschen am einfachsten damit überzeugen, indem man denen ein paar coole Vorteile nennt. Und damit möchte ich einfach mal direkt anfangen, und zwar mit 5 Stück. Punkt Nummer 1, und zwar einer der Punkte, der für mich einer der Gründe war, warum ich damals auch beim Mountainbiken geblieben bin oder was mich so fasziniert hat und was mir so viel Spaß gemacht hat, ist das Bewegen an der frischen Luft in der Natur. Wir alle oder zumindest viele von uns haben wahrscheinlich einen Job, in dem sie eher drinnen sind und viel sitzen, und auch im Alltag, da bewegen wir uns auch eher drinnen. Wenn wir ins Fitnessstudio gehen, dann ist das auch immer drin. Viele unserer Aktivitäten sind nun mal Aktivitäten, die drinnen stattfinden. Und da finde ich es besonders schön, einfach in die Natur rauszukommen und auch so ein bisschen in die Natur gezwungen zu werden, weil wenn man ja erstmal ein bisschen in dem Mountainbike-Game drin ist, dann ist es ja auch gar nicht so einfach, nicht Fahrrad zu fahren, und dann zwingt es uns so ein bisschen, raus in die Natur zu gehen. Und wie ihr alle wisst, tut es einfach gut, an der frischen Luft zu sein, in der Natur zu sein, und ihr habt es alle schon mal erlebt, wenn ihr einen schlechten Tag hattet und dann ein bisschen draußen wart in der Natur, geht es euch meistens danach besser. Und so geht es ganz vielen Menschen. Und das ist auch ganz natürlich so, weil wir sind nicht dafür gemacht, ständig drinnen zu sitzen, sondern brauchen einfach die Natur, brauchen die frische Luft, und das tut uns Menschen einfach gut. Punkt Nummer 2 ist natürlich das Training. Für mich steht oder stand oder ist auch immer noch so, dass der Spaß im Vordergrund steht, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass Mountainbike-Fahren auch ein Sport ist. Und Sport tut uns sowieso gut. Mountainbike-Fahren ist ein relativ gutes Training für die Ausdauer, ist ein gutes Training für die Core-Muskulatur, wenn wir wirklich Downhill fahren zum Beispiel. Es trainiert auch unsere Schultern, unsere Brust und natürlich die Beine, wenn wir bergauf fahren, den Po und so weiter. Das heißt, schon einige Muskelgruppen werden dabei mit trainiert, und das ist einfach eine schöne Sache, wenn man nebenbei, neben dem man Spaß hat, dann auch noch einen Trainingseffekt hat. Wenn du mehr in das Thema Training einsteigen möchtest, dann check unbedingt mal mein Riders Fitnessprogramm aus. Da ist nämlich ein Fitnessprogramm extra für Mountainbiker, um möglichst lange fit und aktiv dieses Hobby ausüben zu können. Punkt Nummer 3 ist einer der Punkte, der auch für mich ein wichtiger Punkt war, und zwar der Stressabbau. Beim Mountainbike-Fahren ist es nun mal so, während du den Berg runterfährst, kannst du gar nicht an irgendetwas anderes denken, und dein Kopf ist automatisch leer. Und das ist etwas, was uns Menschen einfach sehr, sehr gut tut. Wir haben oft den Kopf voll mit Dingen, die wir noch erledigen müssen, mit Problemen, die anstehen, mit Ängsten, die wir haben, und all diese mentalen Dinge. Und beim Mountainbike-Fahren ist es so, dass wenn du den Berg erstmal runterschepperst, du gar nicht erst die Zeit hast, darüber nachzudenken. Und da musst du nicht vorher jahrelang Meditation machen, um deinen Kopf leer zu bekommen und deine Gedanken fließen zu lassen, sondern das Mountainbike-Fahren kann das wie auf wundersame Weise ganz von alleine, und du lernst es sofort. Punkt Nummer 4, du hast immer mal wieder so ein bisschen Abwechslung und so ein kleines Abenteuer. Ich selber liebe es, auf neue Trails zu fahren, neue Gebiete zu erkunden und neue Strecken kennenzulernen. Warum? Weil es so ein kleines Abenteuerfeeling ist. Wir kommen halt raus und haben so das Gefühl, so ein kleines Abenteuer zu erleben.
wenn du selber schon mal das Ganze ausprobiert hast oder auch vielleicht nur noch mal eine Radtour gemacht hast, dann kommt dieses Abenteuer-Feeling auch schon so ein bisschen auf. Aber wenn wir auf einem unbekannten Trail sind, nicht genau wissen, was uns erwartet, nicht genau wissen, ob wir den Trail überhaupt meistern können, dann ist das so ein richtiges Abenteuer-Feeling, was wir nur selten so sonst im Leben irgendwie haben. Und ich finde das einfach ein mega cooles Gefühl. Punkt Nummer 5 ist, grundsätzlich ist es fast für jeden, der Fahrrad fahren kann, irgendwie erreichbar. Klar, das Hobby ist ein teures Hobby, wobei wir da auch gleich zu einem Punkt kommen, warum es gerade jetzt gut ist zu starten. Aber abgesehen davon haben die meisten Leute irgendwo ein bisschen Wald oder irgendwo ein bisschen Freifläche, wo man Mountainbike-Fahrtechnik üben kann. Wir haben eine ziemlich gute Infrastruktur mittlerweile. Überall gibt es irgendwie Bikeparks. Jedes Jahr werden neue Trails eröffnet, wo sich auch viel drum gekümmert wird, dass es immer mehr legale Trails gibt. Es gibt immer mehr Bikeparks und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass die Skisaison wahrscheinlich nicht mehr so gut läuft und vielleicht auch nicht so für die Zukunft so eine gute Sache ist für die Betreiber. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Aber es ist für die meisten Menschen doch ein erreichbares Hobby. Und du musst auch nicht gleich mit dem dicksten, krassesten Bike einsteigen, sondern du kannst es auch wie ich machen und erstmal mit so einem Baumarktfahrrad fahren. Aber warum jetzt gerade der Zeitpunkt ist, mit dem Mountainbiken anzufangen, dazu kommen wir jetzt. Also als allererstes war der Einstieg zum Mountainbike-Fahren eigentlich noch nie so einfach von den Gegebenheiten, wie viele Strecken es gibt und auch, dass die Preise sich wieder normalisieren. Viele von uns, die hier auf diesem Kanal sind, sind zum Mountainbike gekommen während der Corona-Pandemie. Und da war es so, dass Teile und auch Bikes auf jeden Fall Mangelware waren. Das hat sich allerdings so ein bisschen gelegt. Und zwar ist irgendwie sogar so ein bisschen das Gegenteil der Fall. Und viele Bikes sind gerade krass rabattiert. Ich glaube, so günstig wie ihr jetzt ein Bike gerade schießen könnt, war es die letzten Jahre auf keinen Fall möglich. Ich sehe überall Angebote, auch schon für E-Bikes, für 3.500 Euro, womit ihr schon direkt losstarten könnt und nicht mehr viel tun müsst. Also, jetzt ist auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, Fahrräder zu kaufen, auch wenn Winter ist, aber gerade deswegen sind die Bikes natürlich auch einen Ticken günstiger und ihr könnt jetzt ein gutes Angebot schießen, wovon ihr dann die ganze nächste Saison, wenn es richtig losgeht, profitieren könnt. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass dieses Ökosystem und die Community die letzten Jahre extrem gewachsen ist. Es gibt immer mehr Events, es gibt immer mehr Kurse und es gibt immer mehr Videos auch online, mit denen man sich informieren kann. Nicht nur technisches Wissen, wie man irgendwas repariert, sondern auch Fahrtechnik ist jede Menge kostenlos da draußen verfügbar. Und es gibt einfach in jeder größeren Stadt mit Sicherheit einige Fahrtechniktrainer und in jeder Region gibt es auch Mountainbike-Fahrtechniktrainer, die Kurse anbieten für Anfänger oder halt zum Beispiel, wie ich es mache, ich habe mich spezialisiert auf Anfänger und Wiedereinsteiger, weil das genauso meine Klientel ist, mit denen ich gerne arbeite. Und ich kann euch sagen, Leute, die Infrastruktur hat sich auf jeden Fall gemacht zu den letzten Jahren. Jetzt aber noch ein paar kleine, schnelle Tipps, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du jetzt nach diesem Video auf jeden Fall mit dem Mountainbiken loslegen willst. Und zwar, wenn du jetzt mega motiviert bist und direkt loslegen willst, dann vergiss nicht, neben den Fahrrädern und den ganzen tollen Jerseys, die es gibt und Hosen und Pipapo, dass du die wichtigsten Sachen auf keinen Fall vergessen darfst und das sind gute Protektoren. Handschuhe, Ellbogen, Brust und Rücken, Knie und ein vernünftiger Helm sind auf jeden Fall meiner Meinung nach angebracht und du möchtest keinen Schutz missen, wenn du dann mal stürzt und gerade als Anfänger wird es nun mal das ein oder andere Mal passieren und danach auch noch. Also es gibt eigentlich keinen Grund, sich nicht zu schützen und die Protektoren sind auch nicht so schlimm, wie ihr die vielleicht wie ich damals vom Inlineskaten so. Diese ganzen Hartschalen-Dinger, so ist das Ganze ja nicht mehr. Es ist viel, viel moderner geworden und die Protektoren, man gewöhnt sich dran. Ich finde mittlerweile,
finde ich es komisch, keine anzuziehen und fühle mich eher komisch auf dem Fahrrad, wenn ich irgendwie mal ein bisschen weniger Schutz trage. Also Leute, vergesst nicht, euch um den richtigen Schutz und die richtigen Protektoren zu kümmern, weil das rettet euch, wenn mal was passieren sollte. Und ihr wollt ja auch möglichst lange viel Spaß an dem Hobby haben. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren zu diesem Thema Mountainbiken. Und vielleicht hast du Lust dazu bekommen und möchtest auch loslegen. Wenn du irgendwie Fragen hast oder so, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich habe hier eine ziemlich nette Community auf YouTube und wir helfen uns alle immer so ein bisschen gegenseitig, wenn es irgendwie Fragen gibt oder sowas. Und dann könnt ihr die gerne hier in den Kommentaren stellen. Ich habe auch einige Bike-Reviews schon gemacht und vielleicht ist da ein Bike für dich dabei, was dich auch interessiert, dann schau dir das gerne mal an. Auch Fahrtechnik-Videos gibt es auf dem Channel hier, also vielleicht ist das genau das Richtige für dich. Bis dahin, Leute, wir sehen uns auf dem Trail. Macht's gut, ciao, ciao.